Twitch einschalten. Wenn es euch gefällt, wie immer Daumen hoch. Wenn nicht, um Gottes Willen nicht weiter sagen. Ja, in der Einleitung habt ihr schon in etwa gesehen, wie unser Vorhaben war, wie wir auf den Gedanken gekommen sind, was die Idee war und wie wir das Ganze umgesetzt haben. Also irgendwann im Oktober 2019 sind wir dann hergegangen und haben die komplette Karre auseinandergerissen. Das heißt, alle Regale, das gesamte Innenleben rausgerissen. Und dann haben wir einen groben Plan gemacht, einen groben Plan, wie wir das denn umbauen wollen. Ja, die Anfänge waren dann doch etwas beschwerlich, obwohl ihr habt ja gesehen, wir sind handwerklich also eigentlich relativ gut drauf. Maschinenmäßig sind wir auch ausgestattet, also alles, was wir so dafür brauchen, haben wir ständig vor Ort. Das Problem war, dass wir den Wagen weiterhin benutzen wollten als Montagefahrzeug. Also wir wollten weiterhin nicht nur damit Urlaub machen, campen, sondern auch weiterhin damit montieren. Fenster, Türen, Rollladen haben wir ja am Anfang geschrieben. Und da mussten wir natürlich ein bisschen Platz schaffen, uns Gedanken machen, wo bringen wir Maschinen unter, wo bringen wir Dazubehör unter. Und das haben wir uns dann auch gemacht und das ist uns auch recht gut gelungen. Ordnung ist das halbe Leben, das werdet ihr gleich sehen, weil dann zeigen wir euch das mal, wie wir das also bewerkstelligt haben. Ja, und dann sind wir einfach mal so blind drauf losgerannt und haben angefangen umzubauen. Bevor das wir umgebaut haben, sind wir allerdings zwischendurch auch schon mal mit dem LKW auf den Campingplatz gefahren, haben da ein paar Matratzen reingeschmissen, einen Kühlschrank, eine Batterie. Und dann sind wir einfach mal ein Wochenende oder mal eine Woche einfach losgerannt oder losgefahren und haben dann so in den verschiedenen Städten in Deutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, Mitteldeutschland ein paar Tage gecampt. Und das war für uns ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, wir wollen so einen Camper haben. Kurzer Einwurf hier, wie das aussah, wie wir die Matratze da reingeschmissen haben. Da sitzen schon Puppi und Elena. Die sind schon bereit fürs Bett, die Puppi und die Elena. Ja, und so sah das also aus. So sind wir also mit unserem Montagefahrzeug auf den Campingplatz gefahren. Da fehlte natürlich jetzt alles von der Toilette über vernünftiges Licht. Wir haben den Gaskocher einfach mitgenommen. Aber war nicht so schlimm. Daran seht ihr eigentlich, alles funktioniert, alles geht, wenn man einfach nur den Willen hat. Und da haben wir dann gesagt, das macht uns so viel Spaß, da haben wir so viel Bock drauf. Wir sind jetzt so alt geworden und wollten uns seit 20 Jahren so einen Camper anschaffen, ein bisschen von der Welt sehen. Haben das nie gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt her und wir kaufen uns einen Camper. Das war die erste Idee. 2019 da irgendwo einen Camper zu kaufen, Leute, das war, weiß ich nicht, die wollten für 20 Jahre alte Schrottkarren, das waren wirklich absolute Schrottkarren, da gucken die dich an und sagen 13.000 Euro. Und da habe ich dann gesagt, hör mal Leute, das ist ein Schrotthaufen. Ja, aber die werden ja jetzt zurzeit so gefragt und da hätten sie auch schon Angebote, dass die Leute das kaufen wollten. Ja, genau. Und da war im Oktober also für uns klar, rausreißen alles aus dem Camper, anfangen umzubauen und dann das Leben ein bisschen zu genießen. Die letzten Jahre, die wir noch haben, einfach zu sagen, wir wollen die Welt sehen. Und dann haben wir uns dann auf YouTube schlau gemacht und da haben wir uns tausende von YouTube-Filmen reingekloppt. Jeden Abend, immer wieder geguckt, die Wochenenden. Wasserversorgung, Stromversorgung, Solarenergie, Stromwandler, das sind ja doch tausend Sachen, wo man vorher nicht gedacht hat, ach, da brauchen wir ja alles. Ja, und da haben wir gestaunt. Ja, dann haben wir uns durch diese Videos inspirieren lassen und haben uns die besten, wo ich also, ich bin ja wie gesagt Handwerker, wo ich der Meinung war, dieser YouTube-Kanal oder der Betreiber hat echt einen Plan und weiß, wovon er redet, die haben uns alle rausgefischt. JB, aber haben euch unten verlinkt. Wir haben euch unten mal die YouTube-Kanäle verlinkt, die wir benutzt haben als Vorlage, die uns geholfen haben. Wir wollten euch auch nicht zeigen, wie wir was umgebaut haben. Aus dem einfachen Grunde, zwischenzeitlich haben wir schon wieder zweimal umgebaut. Betten wurden wieder abgebaut, Schlösser wurden anders gebaut. Da waren so ein paar Dinge, die gar nicht funktionierten. Und damit ihr die gleichen Fehler nicht macht, schaut da lieber die Kanäle an, die wir euch unten verlinkt haben. Die sind also wirklich so gut drauf, dass man auf die hören kann, was die erzählen habt, Hand und Fuß.
So, jetzt haben wir so viel erzählt, wieso, weshalb, warum. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nee, eigentlich nicht. Das war also der Grund. Wir wollten keine 20.000 Euro für eine Schrottkarre ausgeben. Unser Sprinter ist jetzt 4 Jahre alt oder 5 Jahre alt. Der ist also relativ in Schuss. Der wird ständig durch die Werkstätten da inspiziert. Da wird alles gemacht. Da sind wir also relativ sicher. Gut, ein Auto kann immer kaputt gehen. Aber wir wissen, so ein 5 Jahre alten Sprinter wird schon ein bisschen anders oder eine andere Lebensdauer haben wie so ein 20 Jahre oder 25 Jahre. Da waren Leute, wir haben so einen Schrott gesehen. Das war, also ich habe wirklich gesagt, es ist unverschämt schon. Es ist wirklich unverschämt, was die Leute da von dir verlangen. Heute bereuen wir nicht, dass wir es gemacht haben. Wir sind so glücklich und sagen immer nur, Gott, hätten wir das mal vor 20 Jahren gemacht. Und wir beneiden heute eigentlich die Jugendlichen, die mit 30, 25 sich so eine Kiste ausbauen und einfach in der Weltgeschichte rumfahren. Wie gesagt, jetzt ist das Ding fertig. Wir haben fertig ausgebaut. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar die Seitentüre wollen wir gerne noch ein großes Fenster rein haben. In die Hecktüren wollen wir gerne noch 2 Fenster haben. Das machen wir dieses Jahr. Und dann möchten wir die noch ein bisschen verkleiden mit Filz oder das wissen wir noch nicht so genau, dass die ein bisschen schön werden. Die sehen also jetzt momentan noch nicht so toll aus, aber kein Problem. Gucken wir gleich mal ins Auto und dann zeigen wir euch mal, wie die Karre heute aussieht. Haben einmal die 2 Außenfenster an beiden Seiten aufklappbar. Da haben wir nur mal so Protektoren. Das heißt also, wenn da einer rumbastelt, dann piepsen die wie Hulle los. Die waren recht günstig. Und dieses ist natürlich eine Thule Omnistor. Da mussten erstmal spezielle Halter für gemacht werden. Die haben wir selber gemacht, weil wir wollten ganz gerne, dass die über der Fahrzeugkante komplett alles abdeckt, so dass wenn die Türe auf ist, da nicht reinregnet. Hat auch gut funktioniert. Am Facelifting haben wir nicht viel gemacht. Da haben wir eigentlich nur ein paar Chromleisten angebracht. Den gab es mal so als Set im Internet zu kaufen. Die Stoßstange wollen wir unter Umständen noch mal ein bisschen umbauen. Da wissen wir noch nicht genau. Also vom Innenraum her haben wir eigentlich nicht so viel gemacht, beziehungsweise schon einiges gemacht. Wir mussten also das komplette Cockpit rausreißen, aus vielerlei Gründen. Und zwar mussten wir irgendwie so einen Dauerplus von vorne haben. Wir mussten hier noch ein paar Sachen anschließen. Dann hatten wir im Internet von Leuten gehört, bitte den Dachhimmel rausnehmen, bitte dahinter dämmen, da kommt so viel Kälte rein. Die Holme abbauen, die Holmverkleidungen abbauen, dahinter dämmen, die Türverkleidungen abbauen, dahinter dämmen. Ja, das haben wir alles gemacht. Das war manchmal die Seuchenarbeit hoch drei. Und man hat immer gedacht, hoffentlich kriegt man das mal wieder zusammen, was man hier alles auseinanderreißt. Aber wie gesagt, aufgrund der guten Anleitung hat das immer super funktioniert. Also wirklich, ich wusste nicht, dass man so ein Cockpit hier einfach mit einem Holzkeilchen so auseinandernehmen kann, dass man da binnen 20 Minuten alles abhat. Das ist nur geklipst, mit ein paar Schräubchen alles gemacht und wie gesagt, 20 Minuten, ihr kommt dahinter, ihr kommt überall dran. Dank des YouTubes. Ja, was haben wir hier drinne? Da haben wir einmal ein Anzeigegerät, das ist dafür da, das ist eine Reifendruckkontrolle. Sprich, wir sind immer informiert, wie viel Bar die Reifen haben, damit wir da immer genau wissen, dass wir auch mal nicht zu viel, zu wenig oder sonst irgendwas haben. Ja, das Cockpit ist so geblieben. Da haben wir unsere Anzeige, da laufen viele technische Dinge des Autos. Das ist jetzt im Moment die Batterie. Da sehen wir also, was wir an Restkapazität haben. Apropos 41%, nicht mehr viel. Es sind über 200. 20, glaube ich, wenn das Ding voll ist. Aber wir haben auch gestern und heute viel hier drin gemacht, geheizt und und. Dann haben wir ein OBDS angeschlossen. Das heißt, wir können von dem Motor viele Dinge ablesen, Drehzahlen, wie der Stand ist, wie der Druck vom Ladeboost, vom Booster, vom Ladebooster sage ich schon, vom Turbolader ist. Also all diese technischen Dinge des Motors, da sollte man aber Ahnung von haben. Ja, unser Radio beinhaltet ein vernünftiges Navi-System. Ja, und das war's. Ja, und was wir uns eingebaut hat, ist ein CB-Funkgerät. Einfach aus dem Grunde, man ist mal irgendwo und kommt hier nicht weiter. Zum Beispiel, man hat kein Telefonnetz. Immer.
man kann mal mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen. Trucker haben so Dinge auf dem Auto und die helfen sich auch untereinander. Das heißt, wenn man da mal in Not ist, kann man mal im Kanal 9, das ist so ein Notrufkanal über den CD-Funk, kann man da Hilfe herbeiholen, hast keinen Sprit oder irgendwas, die Jungs kommen hundertprozentig. Ja, das war so viel zum Cockpit. Mehr haben wir da. Ja, und dann öffnen wir einfach mal die Tür oder haben die Tür geöffnet. Ja, und diese obligatorische Küche sehen wir ja in vielen Vans. Die haben wir dann im Prinzip genauso gebaut. Wir haben hier also unseren Kühlschrank drunter als Ausziehfach gebaut, zeigen wir euch gleich. Hier draußen haben wir ein bisschen verhübscht, auch ein paar LEDs eingebaut. Das sieht abends total super aus, wenn man hier mit einem Stuhl und einem kleinen Tisch vorsitzt. Die Leiste ist dann zum Einhängen eines kleinen Tisches. Das ist eine einfache Platte mit einem Fuß, die kann man ausklappen und dann ist so ein Meter, guckt die raus. Und dann hat man binnen zwei Minuten hat man da einen Tisch, geht hinter dem Fahrersitz, holt die zwei Stühle raus und kann dann da super sitzen. Aus der Küche raus kann man sich schnell einen Kaffee machen. Ist die Kaffeemaschine bereit. Wasser mit dem Spülbecken ist auch vorhanden. Da haben wir auch so eine Druckpumpe genommen, damit das funktioniert mit so einer normalen. Die wollte meine Frau so ein bisschen so eine edle haben. Habe ich ihr natürlich gemacht. Und dann wollte die diesen Retro-Stil hier, diesen, keine Ahnung wie das heißt. Ja, ihr wisst das schon. Das musste alles so ein bisschen retromäßig sein. Da hat sie auch viele Dinge selber gemacht, zum Beispiel die Toilettentüre, die schiebbar ist, musste sie irgendwie mit Kreidefarbe und mit verschiedenen Sachen bearbeiten, damit die dann auch in diesem Stil war. Zeigen wir euch gleich, wie das funktioniert. Wir haben hier also keine Drehtür, sondern eine Schiebetür genommen, um einfach ein bisschen Platz zu haben. Im Eingangsbereich haben wir uns nochmal eine Lampe gemacht, zeigen wir euch gleich auch. Im Eingangsbereich ist auch die Steuerung für die Dinge wie Wasser, Strom, also die Steuerung für Wasser, Strom, Licht. Man kann die Voltzahl ablesen, hat dann nochmal USB-Stecker, um schnell irgendwie an Strom zu kommen. Ja, da oben kleines Gewürzregal, auch ein kleiner Gimmick von meiner Frau. Ja, da muss ja ein bisschen schön aussehen. Hat mir am Ende dann auch gefallen. War vorher 20 cm tiefer. Musste ich wieder abbauen, war zu tief. Ja, war schon der erste Fehler. Habe ich das ganze Ding wieder abgebaut, 20 cm höher gebaut. Jetzt kann man prima spülen, kochen und was man so machen muss in der kleinen Küche. Ja, unser Bad haben wir hinter so einer solchen Schiebetür montiert. Und zwar aus dem Grunde, weil wenn man da so eine Glastüre oder irgendeine andere Türe nimmt, dann ist das denkbar ungünstig, wenn man da keinen Platz mehr hat. Und da haben wir uns entschieden, haben gesagt, wir nehmen einfach so eine Schiebetüre, können die zumachen und fertig ist. Da haben wir dann Porta-Potti stehen, das haben wir momentan nicht. Das haben wir jetzt also in der Garage. Das steht da einfach drin und wenn man das nicht braucht, kann man das unter den Schrank schieben. Und dann kann man sich hier am Waschbecken einigermaßen waschen. Es ist nicht der Komfort von zu Hause, aber es ist schon in Ordnung, es ist kein Problem. Du hast hier also genügend Platz, um dich frisch zu machen, morgens zu waschen, deine Haare zu föhnen. Das funktioniert also auch mit der Technik, die wir eingebaut haben. Da haben wir nochmal einen Wasserkran, den kann man rausziehen. So, und jetzt kann man hier drinnen duschen, wenn man mag. Wenn es mal absolut nicht anders geht, dann funktioniert das also. Und da haben wir einfach hier einen Durchfluss gemacht und das geht dann runter in den Abwassertank. Der fängt halt auf. Hier am Boden seht ihr nochmal einen kleinen Schlitz. Da wird also warme Luft von vorne, die sitzt irgendwo da unter dem Fahrerhaus, die Standheizung. Da wird die warme Luft durch so einen Kanal hier in diesen Schlitz reingeführt, sodass man also hier, wenn man mal auf Toilette ist oder sich wäscht, schön warm Toilette hier nochmal oder den Waschraumtoilette nochmal von hinten. Hat natürlich viel Platz weggenommen. Ich glaube in der Länge 1,20 Meter und der Tiefe 80. Also ist da schon ein bisschen Platz weg. Aber wie gesagt, das ist genug Platz zur Küche hin noch.
Und bei schönem Wetter bist du eh immer draußen. Da machst du sowieso nicht so viel. Aber trotzdem können wir hier drin erstmal immer noch perfekt sitzen, uns ausruhen. Wir haben unseren Lüfterfan eingebaut. Der kann entweder die Luft rausblasen oder reinblasen. Dazu muss man das zweite Fenster hinten öffnen, dass da nämlich ein Durchzug entsteht. Das hat sich auch als 100% top erwiesen. Wenn du in die Karre reinkommst, dann hast du hier 40 Grad drin, ne, und du kannst nicht pennen. Und stellst hier zum Beispiel auf rausblasen, dass dir die Luft ausbläst, dann zieht er durch die hintere Fenster direkt kühle Luft und du liegst im Bett und wirst gekühlt und das geht hier ruckzuck, das Ding ist dann runter, was weiß ich, 10, 15, 20 Grad runtergekühlt. An der Rückwand von der Toilette haben wir uns nochmal ein kleines Lämpchen installiert. Das Schätzchen kannst du in verschiedenen Stufen, in Helligkeitsstufen, was weiß ich, heller, noch heller, ganz hell oder nur so eine Nachtbeleuchtung. Kannst du nachts anlassen, dass du immer Minimallicht hast, gefiel mir gut. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt sind wir bis hier hingekommen, das heißt, den Eingangsbereich Küche habt ihr gesehen. Mit Kühlschrank, Küchenutensilien, mit Waschbecken und Kaffeemaschine. Den Toilettenbereich, da waren jetzt erstmal den vorderen Bereich aus. Dann kamen wir zum hinteren Bereich, da war natürlich angesagt, Sachen zu verstauen. Da wollten wir uns Schränke bauen und da haben wir im Internet auch gute Bauer gefunden oder gute Handwerker. Zum Beispiel der Michael Truppe, der zeigt euch, wie ihr super Schränke bauen könnt, super Schösser bauen könnt. Und er zeigt euch auch, wie schwierig das ist. Und da hatte ich gar keinen Bock zu. Und dann bin ich im Baumarkt gefahren mit meiner Frau und dann haben wir urplötzlich diese Schränke gesehen. Und da hat meine Frau gesagt, das passt doch zu meinem Retro-Stil. Kannst du das nicht einbauen? Ja, ich sag, das ist kein schlechter Gedanke. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da sind wir auch sehr glücklich mit, weil hier kriegst du viel unter. Ja, so also unser Küchenzeug, da was weiß ich, Soßen, keine Ahnung, alles von meiner Frau. Da sind schon die Brötchen drin, wir wollen nämlich die Teile wieder wegfahren. Backofen haben wir auch hier drin, den nehmen wir allerdings immer raus. Den Backofen stellen wir uns nämlich hier rein, da seht ihr auch die Stromversorgung. Die Stromüberprüfung, Stromversorgung, das liegt alles hier. Sagen wir euch gleich, bleibt mal bei den Schränken. Also da haben wir dann irgendwelche Wiesent, wie heißt das? Wiesent Bauhaus Werkstattschränke genommen. Hast viele Fächer. Ja. Hast viel Platz. Da war der große Werkstattschrank, da passt also super jetzt Bettzeug, Kleider, Bettbezüge, alles Mögliche passt da rein. Den habe ich hier aufgebaut. Darunter habe ich Platz gelassen. Und zwar kann man da super die Schuhe drunter stellen. Und da ist auch ein Warmluftausgang von der Standheizung. Wenn du nasse Schuhe hast, da trocknet also super darunter. Ist überhaupt gar kein Thema. Auch perfekt. Ja, das war jetzt so viel zu den Küchenschränken, zu dem vorderen Bereich, zum Toilettenbereich, zum Fahrerhausbereich. Ja, dann kommen wir in den hinteren Bereich. Wenn Sie eine Ferne in Hotels verbracht haben, steigen jetzt auf die mobilen vier Wände um. Wenn Sie auch Interesse haben sollten, zeigen wir Ihnen jetzt mal, was Sie als Neuling beachten sollten und welcher Campingurlaub für Sie vielleicht am besten geeignet wäre. Genau. Da sind wir wieder beim Campen. Kommt auch gerade ein schöner Bericht über Camping. Also ihr seht also schon, wir haben auch einen Fernseher hier drin. Der funktioniert über WLAN. Das ist ein spezieller Fernseher, der so auch WLAN-fähig ist. Und der irgendwie für uns die wichtigsten Funktionen relativ schnell erreichbar hatte. Das heißt also, wenn ich die Fernbedienung in der Hand nehme, ich sage, möchte YouTube gucken oder Prime Video oder Netflix, brauche ich dann nur drauf zu drücken und fertig ist und das Zeug kommt. Natürlich auch normalen Fernseher hast du auch. War relativ günstig. Kann ich euch auch mal unten verlinken. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich von Amazon irgendwie. Stand irgendwie WLAN-fähiges Fernsehen. Der war dann von Telefunken. Also nicht schlecht. Dass wir im hinteren Bereich kommen. Und da habe ich euch ja gesagt, da zeigen wir euch jetzt mal, wie wir das gelöst haben. Da seht ihr eine Durchreiche, die bis nach hinten hingeht. Da gibt es eigentlich eine Klappe für. Da sind bei der Fahrt, wenn wir jetzt normal in Urlaub fahren, unsere Klappstühle, Tische,
also das ganze Außenzeug drin. Wenn ich arbeiten fahre, sind da genau meine Werkzeugkisten drin. Die Klappe kann man von hier aus verschließen, da seht ihr vier Magneten, da kommt eigentlich eine Platte vor, damit das nicht allzu kalt wird, wenn man jetzt draußen mal steht und die ganze Kälte hier unten reinkommt. Da habe ich jetzt aber am Lager, die habe ich jetzt hier nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, die ist einfach geschlossen, dann die Kiste und gut ist. Jo, kommen wir zu den Betten. Ja, da war der erste Reinfall und zwar haben wir uns gedacht, wir bauen die Betten quer. Das war dann eine Breite von 1,77 Meter. So, von Fenster zu Fenster, 1,77 Meter. Ich bin 1,80 Meter. Meine Frau ist ein Stück größer wie eine Parkuhr, weiß ich nicht, 1,65. Für die überhaupt gar kein Thema. Für mich war das der Reinfall. Also das ging gar nicht. Wenn ihr gewohnt seid, euch mal auszustrecken oder nicht die ganze Nacht gekrümmt da liegen wollt, und mit dem Gedanken spielt, ja, das funktioniert schon. 15 cm kleiner ist kein Problem. Also, es war für mich das größte Problem oder war der größte Reinfall. Also, das war vom Bauen her so unser größter Fehler. Wo wir immer am Anfang gedacht haben, jo, das passt schon, das passt. Ja, das passt mal gar nicht. Ich konnte keine Nacht pennen. Hab dann da quer drin gelegen. Wir haben aber nur 1,30 Meter in der Tiefe oder in der Breite, sage ich jetzt mal. In der Länge ist es ja, wie gesagt, 1,77, 1,78 und in der Tiefe 1,30. Matratzen mussten wir uns selber machen, die mussten wir uns zuschneiden, war aber kein großes Problem. Aufmachen, umnähen, bla bla bla, war das Ding fertig. Aber wie gesagt, zum Schlafen ist es ein No-Go. Absolutes No-Go. Jo, rechts und links haben wir uns also diese Oberschränke gebaut, wo wir dann, ich weiß gar nicht, was die da unterbringen. Ja, so allerlei, ist egal. Keine Ahnung. Ach, da sind auch Verlängerungsschläuche momentan drin. Aber da kann man ja nun allerlei, was man gerne möchte, kann man da ablegen. Ist also auch nochmal genügend Platz. Darunter haben wir uns dann nochmal diese LED-Beleuchtung gebaut. Die war auch super praktisch, weil die hatte so eine tolle Fernbedienung. Und da konnte man hier dieses Licht ein bisschen mit steuern. Das heißt also, ich kann das irgendwie dunkler machen, heller machen, ausschalten, anschalten. Da kann ich alles über die Fernbedienung machen. Ja, das hat sich auch als super herausgestellt. Für die Musik ist gesorgt. Da haben wir also Bluetooth-Lautsprecher genommen. Da können wir einmal das Fernsehen drüber hören. Das läuft auch mit Bluetooth. Oder wir machen einfach unser Handy an und hören dann unsere Lieblingsmusik von Amazon oder was wir da so noch gibt. Ja, die beiden Fenster haben Fliegengitter und kompletten Sichtschutz, sind aufklappbar. Waren auch recht teuer, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 300 so ein Ding. Ja. Hinten haben wir unseren Fliegengitter-Rollo eingebaut. Klar, für mich als Spezialist für Fliegengitter war das kein Thema. Das Ding hat oben so einen kleinen Kasten. Und da kann man das Rollo einfach hoch machen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie am Meer stehe oder irgend so was, dann mache ich das abends runter, kann zum Meer rausgucken, kann die Türen auflassen und kann mir morgens früh dann Sonnenaufgang am Meer anschauen. Ja, das ist noch ein Objekt oder ein Projekt, was wir jetzt für den Sommer geplant haben. Die beiden hässlichen Dinger sollen da raus und da sollen Fenster rein. Da wollten wir eigentlich diese Mercedes-Glasplatten nehmen. Da gibt es also Glasplatten von außen. Dann ist das Ganze passt genauso groß, wie das Fenster ist. Da hat man uns jetzt von abgeraten. Hat gesagt, macht das um Gottes Willen nicht. Denn die Fenster sind nicht gedämmt. Das heißt also, es sind nur verdunkelte Glasplatten, schwarze oder sehr dunkle Glasplatten. Da kann man nicht reingucken. Sieht zwar super aus, aber da können Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Das heißt, irgendwie im Winter oder in den Übergangszeiten, in den kälteren Jahreszeiten, bildet sich innenseitig dann Kondenswasser beim Schlafen und da tropft runter, gefriert, wäre keine gute Idee. Wir sollten uns doch lieber so Klappfenster holen oder gedämmte, auf jeden Fall wärmegedämmte, doppelte Glas, Doppelglasfenster holen und die da hinten reinsetzen. Und dann möchten wir diese Eisenholme dann noch ein bisschen schön machen. Da haben wir auch schon ein paar YouTuber gefunden, die das schön beklebt haben mit Filz. Aber das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber ich denke mal, das wird irgendwie mit Filz bekleben werden. Und dann schön machen, wenn wir unsere zwei Fenster Seite haben wir euch ja schon gesagt. Da haben wir nochmal zwei dieser Osram-Lampen eingebaut, die wir dann per Touch irgendwie bedienen können. Wo wir ja gesagt haben, das war nicht so eine gute Idee. Sprich, du gehst hier drunter und das Licht geht an. Und
Dann hast du also auch, wenn du hier schläfst, genügend Licht. Konnte ich jetzt mit dem Selfie-Stick machen. Funktioniert also auch. Die kann man auch dimmen, kann die schön schnuckelig einstellen, damit man es gemütlich hat. Also Licht, Musik, Fernsehen ist für alles gesorgt. Natürlich vom Einbau, da haben wir ja gesagt, wir wollen euch das nicht erklären. Tausende von Kabeln, da sind einfach Leute auf YouTube, die das viel, viel besser erklären und euch zeigt, wie man da vorgeht. Da haben wir auch einen Schaltplan gefunden in YouTube, da verlinke ich euch auch unten. Ich glaube, der war von JB, der uns einen kompletten Schaltplan von der Solaranlage über den Ladebooster, über die Verkabelung, über die Hauptverkabelung, Batterie, Schalter, alles zeigt, wie man das richtig macht. Und das hat uns unendlich geholfen. Also da danken wir an dieser Stelle nochmal JB, der also hier wirklich hervorragende Kenntnisse hat und auch hervorragend sich Mühe gegeben hat und dazu verfügbar. Zu unseren Betten. Da haben wir euch ja gesagt, eigentlich ein No-Go. Auf 1,78 Meter oder 1,77 Meter zu schlafen, wenn man 1,80 groß ist. Und in dem Zusammenhang zeigen wir euch jetzt erstmal unsere Sitzgelegenheiten. Wir haben uns also für beide Seiten hier Sitzgelegenheiten gemacht. Und da sitze ich in der Regel. Da kann ich besser Fernsehen gucken nach links. Und hier sitzt meine Frau. So, und dann, wenn man da sitzt, möchte man ja auch ganz gerne mal eine Tasse Kaffee trinken oder einen Tisch haben. Das haben wir dann auch so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, wir machen uns einfach so einen ausziehbaren Tisch dahin, können jetzt da prima sitzen, Tasse Kaffee abstellen, Glas Wein abstellen oder auch unser Abendbrot. Und wenn es draußen nicht so schön ist, können wir hier prima sitzen. Ja, und wie wir das gebaut hatten mit dem Tisch, da kam uns dann die Idee. Da haben wir gesagt, pass mal auf, wenn wir das so mit dem Tisch machen können, können wir doch auch vielleicht unsere Liegeflächen etwas vergrößern. So, und da haben wir erst die Liegeflächen vergrößert. Das zeigen wir euch jetzt mal, indem wir hier die Polster, die Sitzpolster wegnehmen. So, darunter haben wir nichts gemacht. Da haben wir gesagt, das sieht eh kein Mensch, außer die Scharnieren. Das lassen wir einfach so. Weiß ich nicht, ob ich das noch beklebe. Wollte ich mal schauen. Und ich wollte euch jetzt zu dem Bett zeigen. Dann haben wir gesagt, wir können das ganz noch ausziehbar machen, was wir hiermit auch können. Und dann bestellen wir uns zwei Sitzauflagen, die von der Höhe dann genau hinkommen mit der Betthöhe. Und wenn es geht, sollen wir die Rückenlehne auch noch ein bisschen anschrägen, sodass wir da perfekt auf die Höhe des Bettes kommen. Das Ganze geht dann so. Und die Schräge muss jetzt so. So Leute, und jetzt habt ihr ein Bett mit Kopfschräge und das ist jetzt 2,30 Meter. Und da kann man vernünftig schlafen. Und das ist auch relativ ruckzuck aufgebaut und ruckzuck abgebaut. Denn wir waren am Überlegen, ob wir uns, oder wir hatten sogar schon mal so angefangen, dass wir rechts und links Sitzbänke gemacht hatten. In der Mitte einen hochfahrbaren Tisch. Und da hatten wir keinen Bock, jeden Abend das aufzubauen, abzubauen. Wir haben gesagt, nee, wir brauchen den Platz eh nicht. Wir wollen ein Bett haben, was abends fertig ist, was du in 2 Minuten benutzen kannst, wenn einer müde wird. Und jetzt seht ihr ja, der eine ist müde, dann kann der andere immer noch sitzen bleiben. Und wenn der dann müde wird, kann der genau das Gleiche machen. Der nimmt einfach seine zwei Auflagen. Ja, brauche ich jetzt nicht nochmal ganz zu zeigen. Zieht sein Gestell hier aus, legt die Auflagen drauf und kann pennen. Oder ich zeige es doch mal, weil das hat mich noch wieder einen Vorteil. Ich lege jetzt mal nur eine auf, eine Rückenlehne. So, jetzt haben wir auch das zweite Bett gemacht. Wenn jetzt nämlich nachts mal einer raus muss zur Toilette, stört er den anderen gar nicht. Ja, der kann da runter eben, da haben wir so ein kleines weißes Stöckerchen, das stellen wir uns dahin, kann auf Toilette gehen und dann ist das Thema durch, kann auch leise wieder ins Bett gehen. Jo, haben wir uns auch irgendwo auf YouTube abgeguckt, da war irgendeiner, der hat sich so einen Tisch geboren, da haben wir gesagt, was mit dem Tisch geht, muss mit dem Bett auch. Oder wir kommen jetzt noch mal ein bisschen zu unseren Sitzgelegenheiten. Da haben wir dann die Revisionsklappen eingebaut und zwar für Folgendes. Auf der linken Seite haben wir also unsere Stromzufuhr
und unsere Stromversorgung. Da haben wir einmal den Ladebooster. Dann haben wir hier die Liontron Eisenphosphatbatterie. Die sind auch befestigt unten. Ja, und dann geht das Ganze dann von hier aus eigentlich nicht sehr weit. Das ist also schon alles. Das wird hier hinter den Schrank geführt und hier ist auch die gesamte Schaltzentrale dafür, sprich Wechselrichter, Steckdosen, Ladebooster, nochmal Steckdosen für 12 Volt Anzünder, für Handys aufzuladen, Batteriecomputer. War dumm, den zu kaufen, brauchten wir eigentlich gar nicht, weil mit der Liontron Batterie haben wir alles auf einer App, aber ist nicht so schlimm. Hier haben wir die Warmwasserzentrale, um Warmwasser herzustellen. Die schalten wir während der Fahrt ein. Da haben wir noch mal so einen Gasmelder. Und zwar detektiert der wohl alles, von K.O.-Gas über CO2, alles Mögliche. War nicht ganz kostengünstig, aber da haben uns viele gesagt, brauchen wir. Nimmt das auf jeden Fall. Wir haben noch mal zwei Detektoren, einmal hier hinter eingebaut, hinter dem Kühlschrank, und einmal in der Heizungs- und Warmwasserversorgung. Und genau die liegt auf der anderen Seite. Das heißt also, unter dieser Geschichte liegt bis nach hinten hin der Wassertank, die Standheizung, ja, und die Wasserversorgung. Das liegt alles hier hinter. Jo, das war erstmal grob zur Versorgung von Strom, Wasser, zum Thema Schlafen, zum Thema Sitzen. Und das hat man auch relativ in 2 Minuten wieder zusammengebaut. Also überhaupt gar kein Problem. Seht ihr ja selber. Schwuppdiwupp ist das Auto morgens früh wieder umgebaut. Man kann sich dann seinen Kaffee machen, frühstücken oder nach draußen gehen, wie auch immer. So, schon wird alles hergerichtet. Jo, und das war es erstmal im Groben. Jetzt habt ihr unser Fahrzeug gesehen. Ihr habt gesehen, wie wir es gemacht haben. Ich habe es erklärt, wie wir es gemacht haben, wie es ausgestattet ist. Und wie gesagt, wie im Detail. Guckt die YouTube-Kanäle, die wir euch unten verlinken. Und da seid ihr bestens beraten.